letzten Tag auf der IWA hier in Nürnberg habe ich noch eine schöne neue Messermarke entdeckt, nämlich vom Uli, die Marke Amarenals. Uli, erzähl uns mal was von deinen Messern. Ja, herzlich willkommen. Hier haben wir ein feststehendes Messer Pocket Peak, schlanke Klinge mit Carbonfaser, Griffschalen, leichtes Serrations hier zum Festhalten, ganz schöne Sache, schlankes Messer. Dann eine ganz innovative, tolle Sache mit Jürgen Sohnemanns Sony zusammen entwickeltes sechste Finger, ein Messer, das du in allen möglichen Situationen des Benutzens, Schneiden, Outdoor, jagdlichen Einsatz, Fischen etc. gut einsetzen können. Das ist der erste Prototyp, da werden noch ein paar leichte Veränderungen kommen. Unter anderem wollen wir das Stonewash-Finish machen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das wird super. Hier ist der Pocket Peak Folder, ein Flipper Folder, der ganz schlank auch ist, in einem modernen Design, kugelgelagert, schwedischer Stahl, Deep Carry Pocket Clip, leichte Flippe, ganz schöne Sache. Dann auch wiederum ein Production Prototyp vom Track Folder. Da sind wir auch demnächst soweit, dass wir den produzieren können. Da sind auch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch verbessern wollen. Aber ein größeres Messer, gut zu tragen, für Leute, die Bock haben, mal ein größeres Messer zu haben. Und hier haben wir eine Spezialität, eine Entwicklung vom Paragon, sei es das Messermodell mit dem A-Joint. Das ist eine Entwicklung von mir. Eine offene und geschlossene Haltevorrichtung für die Klinge, die nicht verriegelt, die außerhalb der Klingenebene ist. Und dadurch haben wir viel mehr Möglichkeiten, das Messer aufzubauen. Wir können die Klinge höher machen. Wir brauchen nicht den Platz hinten im Rücken für die Slipjoint-Feder. Was natürlich auch super interessant ist, ist, dass wir die Federkräfte verschieden verteilen können. Im oberen Bereich zum Aufhalten der Klinge können wir die Feder kräftiger machen. Die untere Federschenkel, den unteren Federschenkel können wir leichter gestalten, dass du das leichter öffnen kannst, das Messer. Und da gibt es viele Möglichkeiten, Variationen, was wir mit dem Paragon und mit dem A-Joint, so heißt diese Mechanik, erreichen können und wollen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir dann mit den Modellen fortfahren und ja, stay tuned. Wir werden das weiter beobachten. Hier ist nochmal deine Webseite, wo die erst auch so am Entstehen ist, richtig? Ja, die ist noch, wir können uns leider nicht zerteilen, aber sie ist on air, aber es ist noch nicht viel drauf. Aber demnächst mehr, auf jeden Fall. Okay, danke. Ich danke.